Hallo, willkommen zurück zu meiner Videotutorial-Reihe rund um die iPad-Verwaltung mit Jamschool. Heute geht es um das spannende Kapitel der Profile und was man alles mit Profilen machen kann. Das zeige ich jetzt in dem folgenden Video. Viel Spaß dabei! Wir starten direkt im Dashboard von Jamschool und finden auf der linken Seite im Menü den Unterpunkt Profile. Dort gibt es zwei Bereiche. Einer heißt auch Profile, der andere DEP-Profile. Kümmern wir uns zunächst um die DEP-Profile. DEP-Profile sind ausschließlich dazu da, die Ersteinrichtung eines iPads zu konfigurieren, zu steuern. Später spielen DEP-Profile, nachdem das iPad einmal eingerichtet wurde, keine Rolle mehr. Das bedeutet, wenn ich einem Gerät ein anderes DEP-Profil zuweise und wir kommen später darauf, dass es vielleicht Sinn macht, aus einem normalen iPad ein Shared iPad zu machen, dann bedeutet das aber, dass ich das Gerät, damit das DEP-Profil wieder wirken kann, komplett auf die Werkseinstellung zurücksetzen muss und den kompletten Installationsvorgang neu starten muss, sonst werden diese DEP-Profile überhaupt nicht berücksichtigt. Ein neues Profil ist immer iOS und jetzt sehen wir hier oben den Namen, den man dem Profil geben kann und darunter sehe ich Support. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt eintragen. Ich finde immer ganz spannend, den Gerätenamen festzulegen, zumal wenn man mit Benutzern arbeitet. Also man kann Benutzer anlegen, das werde ich in dem Teil 4 des Video, der Videoreihe machen. Und hier kann man auch solche anonymen Benutzer wie Koffer 1, iPad 1 einlegen, Koffer 1, iPad 2 und so weiter, wenn das so Ausleihgeräte sind. Das bedeutet aber, dass ich die Gerätenamen dann vorher schon zuordnen kann, sodass die Benutzer, diese Dummy-Benutzer, den Geräten zugeordnet sind und der entsprechende Name des Gerätes dann später vielleicht auf dem Sperrbildschirm auftaucht, was mir es ungemein erleichtert, bei einer höheren Anzahl von iPads herrenlose iPads direkt zuordnen zu können. Das hat man ja oft in Schule, da liegt ein iPad rum, was ist das für ein Gerät? Bei uns steht dann direkt drauf Koffer 3, iPad 7 oder so. Dann weiß ich, wo das herkommt. Und dazu kann man hier so bestimmte Variablen verwenden, die werden erklärt, wenn man hier drauf drückt. Ich verwende zum Beispiel immer gerne Full Name. Das sind immer in Prozenten eingefasste Begriffe, die, wie gesagt, in diesem Bereich erklärt werden. Da gibt es verschiedene. Und das bedeutet, dass der komplette Name des zugehörigen Benutzers dem Gerät auch als Name zugeordnet wird. Das Gerät heißt dann so wie der Benutzer. Das muss man nicht machen, ne? Dann heißt das Gerät iPad. Aber wenn man 30 Geräte hat, die iPad heißen, dann ist das nachher mit dem AirDrop und so etwas schwierig. Deswegen macht es Sinn, Geräte auch zu benennen. So, das lasse ich in der Regel hier alles offen. Der einzige Punkt, der interessant ist, ist, ob man diese Shared iPad-Variante wünscht. Dann muss man den Haken hier setzen. Dann wird das iPad als geteiltes iPad eingerichtet. Falls nicht, kann man hier einfach weitergehen. Und der wichtige Punkt ist hier, wie verhält sich das Gerät jetzt, wenn ich es in Betrieb nehme? Und hier würde ich persönlich immer unterscheiden zwischen, ist das ein Gerät, was ein schulisches Ausleihgerät ist, also in der Schule verbleibt und in einem Koffer zum Beispiel sich befindet, dann möchte man im Prinzip die ganzen Fragen bei der Ersteinrichtung überhaupt nicht haben. Und deswegen sage ich dann immer, alle überspringen, ich möchte nicht Siri haben, ich möchte keine Apple-ID einrichten, weil es ja ein Koffergerät bei uns ist und so weiter und so weiter. Es gibt nur eine Frage, die man nicht überspringen sollte und das sind die Ortungsdienste. Jetzt braucht man als datenschutzerfahrener Mensch nicht sofort in Schnappatmung geraten. Ortungsdienste heißt in dem Fall, dass das Gerät in der Lage ist, sich selbst zu orten. Und das macht deswegen Sinn, weil man sonst kalifornische Zeit auf dem Gerät beharrt, weil es nicht weiß, wo es ist. Es muss sich also selbst orten können, damit die Zeitzone erfasst wird und zum Beispiel auch Sommerzeit, Winterzeit richtig funktioniert. Wenn man das nicht macht, dann kann das Gerät das nicht. Das bedeutet aber erstmal nur, dass diese Frage am Ende des Installationsprozesses auftaucht. Dort muss man immer noch mal sagen, Ortungsdienste aktivieren. Und hier nicht aus Reflex sagen, will ich nicht. Dann hat man das Problem mit der Zeit. Also das wäre jetzt eine typische Einstellung für ein Koffergerät der Schule. Ist das jetzt aber stattdessen ein 1:1 Gerät, würde ich ein anderes DEP-Profil nehmen und hier vielleicht manche Dinge
schon nachfragen, wie zum Beispiel, falls es ein 1:1-Gerät ist, könnte man den Benutzer nach der Apple-ID fragen, man könnte Siri offen lassen, man könnte den Code eingeben lassen, Touch-ID. Und das sind so Dinge, da muss man einfach nochmal genau drüber nachdenken, was möchte ich dem Benutzer jetzt ersparen? Ne? Mobilfunkverbindung zum Beispiel, was soll das? Ne? Und dieser ganze, kann man viel wegklicken. Aber einige Dinge würde ich dann doch mehr offen lassen als bei einem Koffergerät, das in der Schule bleibt. Das ist der Bereich der DEP-Geräte, der DEP-Profile. So, und der Hauptpunkt ist aber eher der andere Bereich. Profile, und man sieht, ich teste hier schon ganz viel rum. Profile sind dazu da, das Verhalten des Gerätes insofern zu beeinflussen, als dass man dem Benutzer des Gerätes Rechte geben kann oder entziehen kann in dem Fall, oder dass man das Aussehen des Gerätes zentral konfigurieren kann und vieles andere mehr. Und dazu schauen wir jetzt einfach mal rein, was passiert, wenn wir ein neues Profil erstellen. Dazu klicke ich hier oben rechts auf den Punkt Plus Profil erstellen. So, man sieht, man hat hier verschiedene Arten von Profilen. Da wir uns jetzt hier speziell um die iPad-Verwaltung kümmern, nehme ich hier das iOS-Profil, aber man könnte sehr ähnlich auch für MacBooks oder Apple TVs, wenn man das verwalten möchte, genauso Profile anlegen. So, ein iOS-Profil bedeutet, jetzt kann man ein Profil einem Benutzer zuordnen oder einem Gerät. Bei uns ist das ausschließlich so, dass wir das auf Geräte packen. Es ist auch anderes denkbar, aber ich würde erstmal vorschlagen, wir denken über Geräte nach, zumal der ganze Bereich der Benutzerregistrierung oder Benutzeranlegen erst in meinem nächsten Video kommt. Deswegen machen wir hier mal Geräteregistrierung. Ich gehe auf Weiter und ich muss dem ganzen Profil einen Namen geben. Profileinschränkungen Tutorial. So, und der erste Punkt, oder der letzte Punkt in dem Fall, ist, ich kann Profile zeitgesteuert anlegen. Das bedeutet, die greifen nur zu bestimmten Zeiten. Und das ist zum Beispiel dann interessant, wenn ich private Geräte von Schülern habe, also 1:1-Geräte, so Getty und Device-Geräte, die von uns verwaltet werden. Da kann ich hingehen und einen Zeitfilter einstellen und das dann so machen, dass das Profil in der Schulzeit greift. Und in Profilen kann man beispielsweise auch einstellen, welche Apps sichtbar sind. Das bedeutet, wenn ein Kind mit seinem iPad und sehr vielen privaten Apps, Spiele-Apps, in die Schule kommt und die Startzeit wird erreicht, nämlich Schulbeginn, dann greift das Profil und daran könnte ich dann eben die sichtbaren Apps so konfigurieren, dass da keine Spiele und privaten Apps auftauchen und damit blenden die sich in dem Fall automatisch sofort aus. Und erst wenn die Endzeit erreicht ist, also dass die Schulzeit endet, dann verschwindet das Profil wieder und die privaten Apps werden immer eingeblendet. Das ist für viele Schulen eine total einfache Lösung, zu gewährleisten, dass keine mit privaten Apps kein Blödsinn gemacht wird, also Spielen im Unterricht und so. Geht natürlich immer noch über Safari, aber vieles wird einfach ausgeblendet. Und da ich das in den Wochentagen zuordnen kann, kann ich mehrere Profile machen. Ich könnte das Profil, was ich jetzt anlege, zum Beispiel für lange Schultage definieren, das später kopieren und an kurzen Schultagen eine andere Endzeit einstellen. Dann habe ich im Prinzip die gleichen Einstellungen, aber zwei Profile für den langen und für den kurzen Schultag. Und dann muss ich das hier nur hier unten zuordnen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Bei Jamf kann man auch unter links Organisation Einstellungen kann man Ferientage festlegen. Sieht man hier Organisation Einstellungen. Und dann kann man sich auch sicher sein, dass das weder am Wochenende zum Beispiel noch in Ferienzeiten greift, dieses Profil. Und deshalb, das ist eine sehr, sehr elegante Möglichkeit bei Getty und Device-Geräten. Bei schulischen Leih-iPads, Kofferlösungen braucht man das nicht. Die sollen ständig eigentlich den Einschränkungen unterliegen. So, jetzt bin ich schon mittendrin in der Profilerstellung. Und wir starten hier oben links in den Punkt Allgemein. Und das ist eigentlich nur
ja, das, was ich schon angegeben habe, nämlich der Name des Profils. Ich könnte hier nochmal den Zeitfilter bestimmen. Als nächster Schritt unter General bedeutet es, dass ich jetzt schon überlegen kann, welche Gerätegruppe soll dieses Profil bekommen. Das nennt sich bei Jamf immer Bereich. Und wenn ich hier draufklicke, kann ich hier über das große Pluszeichen eine der von mir angelegten Gerätegruppen auswählen und kann ja, das Profil dieser Gerätegruppe zuordnen. Ne? Ist es jetzt für die Schüler gedacht? Ist es als Schülergeräte gedacht? Ist es für das Kollegium gedacht, das Profil? Das kann ich hier sehr genau bestimmen, aber am Ende immer speichern. Sonst wird das nichts. Gut, jetzt gibt es hier ganz, ganz viel. Und ich habe jetzt schon bei allgemein gesagt, um was es hier in diesem Teil erstmal gehen soll, nämlich ein Profil mit Einschränkungen. Einschränkungen bedeutet also, dass ich verhindere, dass manche Dinge von Benutzern verändert werden können. Und das ist für viele erstmal das Wichtigste. Wir kommen dann später noch zu den anderen Sachen. Hier oben zum Beispiel der ganze Bereich, da ist für mich immer der Bereich WLAN interessant. Ich könnte also schon hingehen und das WLAN-Netz meiner Schule in dem Profil vorbereiten, auch anlegen. Das macht vor allem dann Sinn, wenn ich mehrere WLAN-Netze in der Schule habe, verschiedene Gebäudeteile zum Beispiel. Da könnte ich alle WLAN-Netze hier schon eintragen, da muss ich das nicht auf jedem einzelnen Gerät tun. Ich muss nur bedenken, um an dieses Profil zu kommen, muss das iPad ja einmal im WLAN gewesen sein, sonst kann es keine Verbindung zu Jamf School herstellen. Also irgendwie muss ich die Geräte natürlich einmal ins WLAN bringen. Wir haben dazu einen Access Point, den ich an eine Internetdose stecke und der macht für den Fall der Konfiguration meiner Geräte einfach ein WLAN-Netz ohne Passwort auf. Dann kann ich die Geräte sehr schnell in dieses WLAN bringen und das sehr komplizierte WLAN-Passwort der Schule. WLAN-Netze in Schulen sind ja wie Fort Knox abgesichert. Das kann ich dann hier hinterlegen und muss das nicht auf jedem einzelnen Gerät eintragen. Also, das ist der Tipp von mir. Ein Access Point anschaffen für 30 Euro, wenn es eine Internetdose in der Schule gibt, den da dranhängen und der baut ein WLAN-Netz auf, das ohne Passwort funktioniert. Und dann kann man in kürzester Zeit direkt 20 Geräte in Betrieb nehmen. Einfach vor sich auf den Tisch legen und einmal überall das WLAN antippen. So, das sind alles Dinge, die ich in der Regel nicht verwende. Webclips kommen wir vielleicht später noch drauf, aber das mache ich normalerweise nicht. Hier, das ist der Punkt, um den wir uns jetzt erst kümmern, der Punkt Einschränkungen. Und wenn man hier nichts sieht, wenn man draufklickt, liegt das daran, dass hier rechts oben erstmal Konfigurieren entsteht. Hat man einen kleineren Bildschirm, sieht man das manchmal gar nicht. Dann muss man immer nach oben scrollen, damit man auch den Punkt hier oben sieht. Jetzt konfiguriere ich Einschränkungen und jetzt kriegt man einen kleinen Schreck, denn das sind alles Möglichkeiten, die ich jetzt durchdenken muss. Was erlaube ich diesem Gerät oder dem Benutzer auf dem Gerät und was verbiete ich? Und jetzt muss man sich auch ganz klar bewusst werden, dass es einen Unterschied macht. Ist das Gerät ein Gerät, das bei mir in der Schule in einem Koffer liegt und ausgeliehen werden soll? Oder ist das ein Gerät, das dem Schüler gehört und auch zu Hause genutzt wird? Letzteres würde ich deutlich großzügiger behandeln als ein Gerät, das in der Schule ist. Also machen wir mal ein Beispiel. Ich gehe jetzt mal davon aus, das Gerät liegt in der Schule. Verwenden der Kamera erlauben. Ja, das ist natürlich so, weil für mich ist die Kamera beim iPad eine der wesentlichen, mit dem Mikrofon zusammen, wesentlichen Unterschiede zum Heft. Also da sollen die Kinder in Produktion gehen. Auch wenn viele Lehrkräfte immer Schlimmstes befürchten, was die Kamera und den Missbrauch der Kamera angeht, halte ich es für einen der wesentlichen Punkte bei dem iPad. Und natürlich müssen wir das thematisieren, was okay ist und was das Recht am eigenen Bild bedeutet. Aber unbedingt meiner Ansicht nach Kamera erlauben. Sprachwahl erlauben, ja klar, man soll ja auf Fremdsprachen umschalten. FaceTime ist bei uns, bei Koffergeräten, sinnlos, weil die gar keine Apple-IDs haben. Bildschirmaufnahmen erlauben, ja, weil man dann ja eigene Lernvideos machen kann. Roaming ist natürlich, braucht man eigentlich nicht. So, Installation von Apps erlauben. Nein, nicht auf schulischen Geräten. Das ist ein Unterschied zu Get-Your-Own-Device-Geräten, also 1:1-Geräten. Auf den privaten Geräten dürfen Schüler natürlich Apps installieren. Aber nicht auf meinen Geräten. Das bedeutet, ich darf das weiterhin über Jamf natürlich, aber der Benutzer darf es nicht auf dem Gerät. Den Haken habe ich weggenommen. Genauso dürfen die keine Apps entfernen. Das bedeutet weiterhin, ich über Jamf
kann das immer noch tun, aber kein Schüler kann hier irgendwelche Apps installieren oder entfernen. Genauso soll man da keine In-App-Käufe machen und Siri halte ich im schulischen Kontext auf den Geräten auch nicht wirklich für sinnvoll. Aber das muss man selber entscheiden. Das ist ein wichtiger Punkt, den rauszunehmen auf schulischen Geräten. Das ist ein wichtiger Punkt, den drin zu lassen auf privaten Geräten. Mit Einschränkung Bildschirmzeit können Eltern sehr genau konfigurieren, wie viel ihr Kind am Tag Spiele-Apps nutzen kann und sowas. Das sollte man bei Privatgeräten erlauben. Aber ich möchte nicht, dass Schüler das bei meinen Koffergeräten tun und da plötzlich Einschränkungen draufsetzen, die man nur mühevoll wieder wegkriegt. Also den Punkt nehme ich weg. Das braucht man alles nicht, das kann man alles lassen. Ich gehe jetzt nicht so jeden Punkt durch, ne? Hier beim Sperrbildschirm kann man eigentlich ziemlich viel wegnehmen. Das braucht man alles nicht auf schulischen Geräten. iTunes Store braucht man nicht. Safari, ja klar, ne? Natürlich. Automatische Appen. iMessage brauchen wir nicht, ne? Weil wir bei einem schulischen Leihgerät sind. Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Natürlich, Privatgeräte dürfen das. So, das ist alles hier. Gerät suchen kann man auch rausnehmen. Game Center weg. Bookstore weg, kaufen dürfen die eh nichts, Apple Music weg, News weg, entfernen von System-Apps weg. Ne? Das sind so Kontaktdaten, brauchen wir auch nicht. iCloud können wir im Prinzip, je nachdem wie das konfiguriert ist, aber wahrscheinlich komplett rausnehmen. Ne? Das sollte man. iCloud Schlüsselbund, da ein Hinweis, wenn man bei Privatgeräten, natürlich Privatgeräte würde man iCloud erlauben, natürlich, aber iCloud Schlüsselbund bedeutet, dass wenn ein WLAN-Passwort der Schule hinterlegt ist, das die Schüler nicht sehen sollen, ich erlaube aber den Schlüsselbund, dann kann ein iPad eines Kindes sich mit einem MacBook, das auch zur Familie gehört, synchronisieren und auf dem MacBook kann man die gespeicherten Passwörter auslesen. Das ist bei uns in der Schule passiert. Ein cleveres Kind hat das geschafft. Und plötzlich hatten wir einige hundert Android-Geräte im schulischen WLAN und damit war unser WLAN nicht mehr zu benutzen. Also das würde ich definitiv immer entfernen. Touch-ID auf schulischen Geräten? Nein. Senden Diagnosedaten muss nicht sein. Das ist, glaube ich, alles soweit okay. Ändern des Codes auf gar keinen Fall, sonst setzen die mir einen Sperrcode drauf. Ah, das brauchen wir alles nicht mit den Passwörtern. Das ist auch, glaube ich, alles nicht so. Also kann man hier auch wegtun. So, AirPrint muss man wissen, ne? Ob es das Classroom-App wird sowieso zentral verwaltet und nicht über manuelles Einrichten. Deswegen brauchen wir hier das nicht. Koppelnde Apple Watch brauchen wir nicht. Ändern von Bluetooth-Einstellungen erlauben. Ja, wenn man das nicht erlaubt, können die Kinder keine privaten Bluetooth-Kopfhörer mehr koppeln. Das brauchen wir aber zum Beispiel für Hörverstehensübungen. Da sollen die Kinder mit ihren privaten Kopfhörern durchaus mit unseren Geräten sich koppeln dürfen, um das in Ruhe anhören zu können. Nur Verbindungen mit verwalteten WLAN-Netzwerken erlauben bedeutet in dem Fall, dass nur die WLAN-Netzwerke, die ich hier oben eingetragen habe, auch benutzt werden können. Das kann man machen bei schulischen Geräten. Und das bedeutet, dass die Kinder nicht mehr private Hotspots aufmachen können mit ihren Smartphones. Na, bei privaten Endgeräten würde ich das nicht tun. Dann muss man das private WLAN-Netz der Eltern auch mit aufnehmen. Das kann man nicht. Aber bei schulischen Geräten könnte der Haken einen Sinn machen. Aber da muss ich oben auch was eintragen. WLAN durchgehend aktiviert lassen, das finde ich wichtig. Sonst schalten die sich aus dem WLAN aus und werden von der Classroom-App nicht mehr erfasst. VPN-Konfiguration erlaube ich hier nicht. Und ich erlaube auch keine Änderung von Account-Einstellungen. Den Punkt erlaube ich immer. Alle Inhalte und Einstellungen löschen. Weil, wenn man den wegnimmt, hat man keine Möglichkeit mehr, ein Gerät, das sich nicht mehr mit dem WLAN verbindet, zurückzusetzen. Ja, es ist möglich, dass Kinder das missbrauchen und das auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Aber wenn wir das geschickt gemacht haben, ist es vollkommen egal. Beim nächsten Mal nehme ich das einfach wieder in Betrieb. Und es konfiguriert sich komplett von alleine. Und ich muss nichts machen. Also den Haken immer setzen. Für Freunde suchen weg. Das soll auch weg. Das auf jeden Fall weg. Ändern des Gerätenamens. Das lasse ich auch weg. Apps weg. Nix. Also man merkt, ich bin hier sehr strikt in der Konfiguration meiner Koffergeräte, weil sonst,
Ja, die Schüler probieren sich halt aus. Das ist auch ganz normal, aber manches, da möchte ich kein Katz-und-Maus-Spiel machen, ne? Hintergrundbild auch nicht, Mitteilungseinstellung, nein, das auch nicht, weg, 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 das auch weg. Das hier finde ich wichtig. Automatisches Einstellen, Erzwingen von Datum und Uhrzeit. Damit, also mein eigener Sohn ist zum Beispiel auf die Idee gekommen, dass er die Bildschirmzeit austricksen kann, wenn er die Zeitzone ändert. Und dann ist das Gerät plötzlich ganz woanders und er ist an einem anderen Tag und da hat er noch Kontingent und kann dann mehr spielen, als ich das wollte. Fand ich clever, aber auf schulischen Geräten können wir das einfach erzwingen und damit ist, sofern wir Ordnungsdienste anhaben, dann auch gesichert, dass die Profile auch wirklich zu der richtigen Zeit greifen. Und das war's. Und das ist jetzt eine Möglichkeit, ein Koffergerät, ein Leihgerät der Schule relativ strikt zu konfigurieren. Wie gesagt, bei 1:1 Geräten wäre ich deutlich, deutlich großzügiger. Gut, speichern und dann war es das und dann kommen wir gleich mal auf die weiteren Möglichkeiten, die man mit Profilen machen kann. Eine dieser Möglichkeiten ist es, das Layout der iPads vorzugeben. Also zum einen, welche Apps sind sichtbar, aber auch, wo sind die sichtbar? Und wie das geht, das klären wir jetzt. Wir starten jetzt nochmal hier im Bereich Profile, Profile und erstellen ein neues Profil für das Layout. Ich habe festgestellt, dass es großen Sinn macht, die einzelnen Bereiche, die man gerne einstellen möchte, auch in unterschiedliche Profile zu packen. Man kann eigentlich natürlich auch theoretisch alles in ein einziges Profil reinpacken, indem man die Einschränkungen definiert, das WLAN-Netzwerk, das Layout und. Aber das ist ein bisschen unflexibel und es spricht eigentlich alles dafür, dass man sagt, so für alles, was das Layout betrifft, macht man ein Profil, für das, was das WLAN macht, macht man ein anderes Profil und so weiter und so fort. Das ist dann, wenn das System etwas komplexer wird, dann deutlich flexibler. Ich mache hier wieder ein Geräteregistrierungsprofil auf und ich nenne das jetzt mal Layout Tutorial und sage, das war's. Kein Zeitfilter, weil das immer gültig sein soll. Und ich bin jetzt natürlich in dem gleichen Bereich drin wie vorher auch, als ich die Einschränkungen konfiguriert habe. Der Punkt Bereich selbst meint jetzt wieder, welche Geräte soll das betreffen. Und hier muss ich dann wieder angeben, das ist zum Beispiel für alle Schülergeräte wichtig. Und dann klicke ich die an und kann jetzt hier auch noch mehr Gruppen angeben, ne, wenn ich das möchte. Und sage Speichern. Und dann ist das jetzt schon zugeordnet. Allerdings ist noch nichts passiert. Hier haben wir die ganzen Sachen, die man einstellen kann. Wir hatten uns vorhin mit den Einschränkungen beschäftigt. Das sind ganz viele Dinge, die ich selber bei mir an der Schule nicht brauche. Was ich gerne mache, ist hier unten in dem Bereich Layout und diese Sachen. Und jetzt bietet es sich an, sofort in Layout reinzugucken. Das mache ich aber nicht. Ich mache jetzt erstmal Folgendes. Ich gehe hier in eine Negativliste. Und Positiv- oder Negativliste. Und das bedeutet, mit einer Positivliste kann ich die Apps vorgeben, die auf dem Gerät sichtbar sein sollen. Wir an meiner Schule verwenden das zum Beispiel genau dafür, dass wir eine Positivliste über eine Zeitsteuerung schalten und dass Kinder mit ihrem Privatgerät dann ab einer bestimmten Uhrzeit von dieser Positivliste erfasst werden, automatisch und dass damit über die Positivliste alle Apps, die nicht in der Liste drin stehen, nämlich alle Spiele-Apps, die privaten, einfach verschwinden. Die werden nicht deinstalliert, die verschwinden nur sichtbar. Und die Schüler können die nicht aufrufen. Und eine Negativliste verwende ich, um gerade bei unseren schulischen Geräten, die Kofferlösung, die wir haben, Apps auszublenden, die im schulischen Kontext gar keinen Sinn machen und damit das Aussehen des iPads etwas verschlankt wird. Also, ich klicke das an und man sieht hier nichts, weil ich muss erst nach oben scrollen und da kommt wieder Konfigurieren. Und hier habe ich jetzt die Positivliste, also welche Apps erlaube ich. Und ich mache das jetzt aber am Beispiel der Negativliste, welche verbiete ich. Und jetzt kommt hier der Punkt, alle Webclips blockieren. Das schließe ich erstmal aus. Webclips, da komme ich noch später zu. Anwendung hinzufügen und jetzt kann ich sagen, welche
Anwendungen, welche Apps sind gesperrt. Und jetzt sehe ich erstmal die Standardanwendungen, das sind die, die sowieso schon drauf sind. Und jetzt habe ich ein Gerät vor Augen, was als Kofferlösung bei uns in der Schule liegt. Das braucht zum Beispiel keinen App Store. Ja? Jetzt kann ich hingehen und sagen, ja, es braucht, die Uhr ist immer so eine Sache. Die Uhr ist eigentlich eine tolle Sache, weil die hat auch den Timer. Und bei den 1:1 Klassen verwende ich die Uhr dauernd, weil ich Arbeitsaufträge vergebe, wo die Kinder durchaus den Klassenraum verlassen dürfen, weil sie eine Videoaufzeichnung oder ein kleines Videotutorial für mein Fach Mathematik machen. Das geht ja nicht mit 30 Kindern in einem Raum. Also kriegen die einen Arbeitsauftrag für 25 Minuten, stellen sich selbst den Timer und kommen dann auch wieder zurück. Das klappt in der Regel nach einer gewissen Anfangshürde ganz gut. Aber bei Kofferlösungen ist das oft so gewesen, dass manche Spaßvögel den Wecker stellen und die stellen die dann 2 Stunden später, damit der in der nächsten Doppelstunde klingelt. Und dann klingelt der irgendwo. Ja, und dann sehr witzig. Deswegen machen manche Schulen es so, dass sie den Wecker und die Uhr und den Timer direkt sperren. Verzichten aber damit eben auf die Möglichkeiten, den Timer für Arbeitsphasen zu nutzen. Also das kann man so oder so entscheiden. Kontakte brauche ich sicherlich nicht auf meinem Gerät. FaceTime brauche ich gar nicht erst sichtbar machen, weil das ist ein Koffergerät. Find My brauche ich in keinem Fall. Game Center nicht, Health nicht, Home nicht. iCloud Drive auch nicht, weil habe ich ja gar nicht, weil es ein Koffergerät. Den Store brauche ich nicht, ein Mail-Programm habe ich da auch nicht. Man sieht dann, schränkt sich das schon, Nachrichten auch deutlich ein, ne? News nicht. Erinnerungen, nein, auch nicht auf dem Koffergerät, ne? Shortcuts brauche ich nicht, Aktien sowieso nicht, Tipps nicht, TV nicht, ja, Wallet auch nicht. Und ja, dann sind das alles Apps, die jetzt schon gleich verschwinden, wenn ich hier auf Speichern gehe. Das bedeutet, die sind dann gar nicht sichtbar. So. Jetzt ist das das eine. Und ja, jetzt kann ich noch andere Sachen sperren, also wenn ich noch mehr hinzufügen möchte, ne, kann Anwendungen hinzufügen, kann man nicht nur die Standardanwendungen, sondern auch andere Apps sperren, wenn man sagt, ich möchte grundsätzlich kein WhatsApp erlauben, aus welchen Gründen auch immer, dann kann man das auch sperren, obwohl das vielleicht gar nicht auf den Geräten drauf ist, damit man verhindert, dass die Schüler das privat installieren. Also so weit gehen wir gar nicht, aber das sind alles Möglichkeiten. Standardanwendungen, meine verwalteten Anwendungen, die ich über Jam School verwalte, und überhaupt irgendwelche Anwendungen aus dem App Store, die kann ich alle auf die Negativliste setzen, wenn ich das möchte. Eine Sache zum Beispiel, die wir bei den privaten Apps rauslöschen, ist die alle VPN-Apps. Mit einem VPN-Tunnel können Schüler zum Beispiel eine Verbindung zu einem externen Server aufbauen und damit erscheint das Gerät nicht mehr im Schulnetz, hat offensichtlich eine andere externe IP-Adresse und damit können die wieder andere Sachen machen, die wir auf dem Schulfilter eigentlich verbieten wollen. Und das sind so Dinge, die ja, kann man durchdenken, ist aber für die meisten Schulen vielleicht gar nicht notwendig. Das hingegen fand ich erstmal ganz hilfreich, gerade für jüngere Schüler, dann sieht man nicht so viele Apps, die man niemals brauchen wird. Das ist der erste Layout-Tipp, die Negativliste zu konfigurieren. Dann Hintergrundbild. Beim Hintergrundbild sehe ich erstmal nichts. Na klar, nach oben scrollen, konfiguriere ich. Hier ist es so, dass ich erstmal Bilder hochladen muss. Und man kann das so machen, dass man irgendwelche Bilder natürlich als Hintergrund verwendet. Man kann sich, das mache ich meistens, ich stelle mir Bilder selbst zusammen. Ich gucke dann in den technischen Beschreibungen des Gerätes, die findet man ja im Apple Store. Zum Beispiel, wie viel Pixel hat das iPad, was wir den Schülern austeilen? Und dann lege ich eine Keynote-Datei an und stelle das Dokument so ein, dass es genauso viel Pixel hat, wie das iPad groß ist. Und dann packe ich das Hintergrundlogo auf diese Keynote, auf das Keynote-Dokument und exportiere das am Ende als JPEG. Und dieses JPEG packe ich dann an diese Stelle und lade es hoch. Man kann aber auch andere Hintergrundbilder nehmen. Und wenn man das gemacht hat, muss man anschließend noch ein Hintergrundbild auswählen. Ich habe hier ein Testszenario bekommen, deswegen wähle ich das jetzt mal aus. Dann sieht das direkt so aus. Und was man auch machen kann, ist einen Text hinzufügen. Und hier finde ich wieder viele Variablen. Wenn ich da drauf klicke, sehe ich, welche das sind. Und ich nehme jetzt zum Beispiel immer ganz gerne
dass ich einblende, wie heißt das Gerät eigentlich? Oder wie heißt der Benutzer? Das kann man auch nehmen. Ich glaube, irgendwo oben Full Name könnte man auch machen. Bei meiner Schule ist es so, dass der Benutzer und das Gerät sowieso immer identisch heißen. Das heißt, ich könnte Full Name nehmen, das ist eine Benutzervariable. Oder ich könnte Name nehmen, das ist eine Gerätevariable. Bei uns ist das dasselbe. Und wenn ich das hier eintrage, passiert jetzt Folgendes. Wenn ich sage Speichern, dann steht der Name direkt auf dem Gerät drauf. Und zwar gleiches Hintergrundbild für Sperrbildschirm und Homebildschirm. Was bedeutet, ich brauche kein einziges Gerät benennen, weil ich das im DEP-Profil schon so angelegt habe. Und wenn ich ein Gerät finde, muss ich es nur aufklappen und da steht dann genau drin, wie das Gerät heißt. Und ich muss nicht erstmal gucken, welche Seriennummer ist das und bei Jamf nachsehen, wem das Gerät gehört oder in welchen Koffer das gehört. Das sieht man sofort auf dem Gerät. Das ist für mich eine ganz große Erleichterung, wenn da irgendwelche Geräte zu finden sind und wem gehören die jetzt. Hier kann man natürlich sagen, das Ändern des Hintergrundbildes nicht erlauben, ist aber, glaube ich, auch schon in dem Einschränkungsprofil sowieso ausgeschlossen. Grundsätzlich gilt, wenn ich mehrere Profile auf ein Gerät packe und da gibt es unterschiedliche Einstellungen zu den Einschränkungen, die sich widersprechen. Ne? Bei dem einen darf man das, bei dem anderen darf man das nicht. Beide Profile sind an einem Gerät zugewiesen. Dann setzt sich immer das Verbot durch. Das ist wichtig. Verbot setzt sich durch. Also wenn ich es an einer Stelle schon verboten habe, dann kann ich das hier erlauben, wie ich will. Das bringt auch nichts. So, das ist eine Layout-Geschichte, dass man sagt, so, die kriegen alle das gleiche Hintergrundbild mit dem Namen drauf und sie dürfen es nicht ändern. Und als allerletztes haben wir dann den Punkt Layout hier unten links. Und damit kann ich dann sehr genau konfigurieren, wie jeder Homebildschirm aussieht. Und man sieht jetzt hier schon sehr gut, ich habe jetzt hier eine ganze Menge an Apps. Das sind alle Apps, die ich in der Verwaltung habe und auch die internen Apps. Und hier ist ein leerer Bildschirm. Hier unten ist ein leeres Dock. Und jetzt kann ich erstmal hingehen und sagen, ja, welche Apps sollen denn ins Dock rein? Und das ist natürlich immer Safari. Ne? Dann kann ich das einfach per Drag and Drop hier reinziehen. Und was haben wir hier noch? Zum Beispiel bei uns wäre es der Schulmanager. Den haben wir hier gar nicht drauf. Stimmt. Ja, vielleicht die Dateien-App. Das wäre immer so eine Sache. Vielleicht andere Dinge, die für die Schule wichtig sind, kommen hier direkt ins Dock. Vielleicht die Fotos-App oder was man auch immer reinsetzen möchte. Und hier oben kann man natürlich dann entsprechend auch Dinge hinsetzen, einzelne Apps, aber ich kann auch Gruppen einrichten. Gruppen. Und die Gruppen sind ja Ordner von Apps, die kann ich hier benennen. Manchmal sieht man das hier oben nicht, wenn es ein weißer Hintergrund ist, dann stellt man fest, da steht gar nichts, aber da steht wirklich was. Jetzt kann man sagen Kreativität zum Beispiel. Und jetzt kann man hier hingehen und sagen, was nehmen wir da rein? Und dann nehmen wir zum Beispiel iMovie rein, ja, könnte man jetzt so machen, GarageBand und ja, was auch immer. Ja, also das ist, glaube ich, die Idee ist klar. Hier sind jetzt auch Apps drin, die eigentlich in der Negativliste stehen. Die tauchen hier noch auf, die kann ich reinschieben, die bringt aber nichts, weil die sowieso nicht sichtbar sind. Und dann habe ich hier schon einen Ordner erstellt. Ich kann auf den zweiten Bildschirm was packen, ne, und all das ist möglich und damit kann ich, wie gesagt, das Layout für alle iPads gleich vorgeben und die Schüler können verrücken, was sie wollen. Es wird sich immer wieder so konfigurieren. Hier unten ist noch ein Punkt, Einstellung von Positiv- und Negativliste mit diesem Layout überschreiben. Das bedeutet, das, was ich hier einstelle, könnte ich direkt als Positiv- und Negativliste so übernehmen. Das heißt, die iPads sehen wirklich exakt so aus und man kann nichts anderes machen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, statt die Negativliste manuell zu verwalten, sondern einfach nur das, was hier konfiguriert ist, genauso abzubilden. Ich habe das bisher nicht so gehandhabt, ich weiß aber auch gar nicht mehr, warum eigentlich nicht. So, das ist das und jetzt kommt das allerletzte, was man zum Layout noch wissen muss, das sind Webclips. Webclips sind Dinge, dass man sagt, wenn man zum Beispiel sehr häufig bestimmte Internetseiten besucht, zum Beispiel die Webseite des Lernmanagementsystems, wenn es da keine App zu gibt, oder so eine Nextcloud-Instanz übers Web, oder Blinde Kuh als Suchmaschine für Grundschulen, dann kann man hingehen und sagen, ja, ich mache jetzt mal einen neuen Webclip und den nenne ich Blinde Kuh. Und jetzt muss ich hier die URL geben. Im besten Falle kopiert man die aus seinem Browser aus, damit man sich nicht verschreibt.
Ich versuche das einfach mal jetzt auf gut Glück, dass das die Suchmaschine blinde Kuh genauso geschrieben wird. Und jetzt kann ich sagen, hier das mit Safari zu öffnen. Ne? Und ich sollte dem Ganzen ein Symbol geben. Das kann man zum Beispiel als Screenshot von der Webseite abspeichern und den Screenshot, ne, weil da sind ja oft so Logos dabei von den Webseiten, da macht man ein kleines Bildschirmfoto und speichert das als Bild ab und wählt dieses Bild als Symbol aus und dann sagt man hinzufügen und neu. Und dann hat man hier diesen Webclip. Wenn ich den jetzt hier reinziehe, liegt Blinde Kuh, die Webseite, wie eine Art App, also das ist das, was man mit Webclip meint, auf dem Homebildschirm und die Kinder brauchen nur noch hier drauf drücken und nicht mehr die komplette Adresse der Webseite in den Browser eingeben, sondern man kommt sofort da drauf. Das ist gerade für jüngere Schüler ganz hilfreich. Oder wir stellen uns fest, dass wir sehr oft auf die Seite www.chrysantheme.de/Rhythmusstörung gehen. Das bietet 17 Möglichkeiten, sich zu verschreiben und die Schüler nutzen sie alle. Deswegen, dafür wäre ein Webclip viel, viel einfacher. Das sind Webclips. Man kann beliebig viele Webclips hinzufügen, Ordner von Webclips machen und in dem Moment, wo ich speichern mache, wird das alles direkt hinzugefügt. So, ich entferne das jetzt aber mal, das brauche ich alles nicht. Das war der Bereich zum Layout. Und was man sonst noch so im Profilen machen kann, da kann man sich sehr stark verzetteln. Die meisten Dinge, die haben für uns keine Bedeutung. Einschränkung in dem anderen Profil ist das Wesentliche für mich. Die Layout-Geschichten und was man natürlich machen kann, einen Filter einstellen, einen Jugendschutzfilter. Das würde man dann machen, wenn man das nicht eh über seinen WLAN-Anbieter abgefiltert hat. Das sollte man natürlich in der Schule immer einen Jugendschutzfilter dahinter haben. Dann wäre es hier nicht notwendig, einen eigenen Jugendschutzfilter zu scharf zu schalten, aber das kann man natürlich alles machen. Das ist im Wesentlichen das, was wir mit Profilen machen. Ich hoffe, es hat geholfen und setze mich dann gleich an Teil 4. Danke fürs Zuschauen.